Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Was kommt jetzt auf uns zu? Da hauen wir einfach mal 2.2 rein, und zwar Double Your Money. Hätte ich immer gern. 6 Module diesmal, Drei Strikes und 5 Minuten. Okay, wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Okay. Einmal ich kurz bereit. Tief durchatmen und dann geht's los. Okay, so. Ich habe 2 Knöpfe. Ich beschreibe den ersten. Ja. Ein blauer Knopf mit Abort drauf. Mit Abort? Genau, mit Abort. Okay. Draufbleiben und die mir die Farbe sagen. Okay. Weiß. Weiß. Lass ihn los, wenn irgendwo nur 1 im Countdown ist. Okay. 8, 7, 6. Du kannst 5, mir schon mal die zweiten sagen. 4. Ein gelber. Auch mit Abort drauf. Ja. Auch drücken? Warte. Ja, auch drücken. Rot. Auch wenn er 1 irgendwo drin ist. Ja, ist erledigt. Okay, super. Sind beide grün, nehme ich an. Beide grün. Wenn irgendwo ein Strike kommt, musst du es mir sagen. Das kann wichtig sein. Okay, alles klar. So, jetzt haben wir noch ein Modul. Das sind wieder die Keypads. Ja. Auf der Rückseite hat es auch noch Module wahrscheinlich. Ach, Tatsache. Oh, war ja. Okay. Ja. So, ein umgedrehtes Fragezeichen. Ja. Dann einmal der Spiegel vom, du weißt schon. Ja. Pfeil und Bogen und Spiegel. So, dann der leere Stern. Ja. Und ein elegant geschriebenes H. Okay, Spiegel, Stern, ja. H, Fragezeichen. Läuft. Super. So, nächste Keypad. Ein dunkler Stern. Ja. Ein Dreizack. Ja. Ein Smiley, der die Zunge rausstreckt. Ja. Und auch eine 3, die aber nicht abgehackt ist. Okay, dann Dreizack, Smiley, 3, Stern. Läuft. So, ein Draht, zweimal Draht haben wir, so. Gehe ich mal aufs Erste. Du stellst Fragen, ne? Ja, ich muss die Anzahl der Drähte wissen. Okay, 3 Stück. 3 Stück. Hat's rote drin? Ja. Ist der letzte Draht weiß? Nein. Mehr als ein blauer? Nein. Schneid den letzten durch. Alles klar, hat geklappt. So, okay, nächster. Ist das auch wieder Drähte? Wie viele? 6 an der Zahl. 6, okay. Hat's gelbe? Ja. Ja. Hat's genau ein gelber? Ja. Mehr als ein weißer? Nein. Hat's rote? Ja. Dann schneid den vierten durch. Ja. Aha. Puh. Es war's das schon? Das war's schon. Ah, super. Das ging ja schnell. Aber wirklich. Puh, also Zeit, die uns noch blieb, 2 Minuten 21. Okay. Genauso super. Wie beim letzten Mal, oder? Täusche ich mich? Nee, ich glaube, da hatten wir... Kann ich das nachgucken hier? 2.10 oder so. 2.29. Ah, okay. Na, waren wir letztes Mal besser. Ja, aber da hatten wir auch weniger. Das stimmt, ja. Gar nicht so schlecht. Gut. Da hatten wir nur 3. Dann schauen wir mal in die 2.3 rein. Puh, one step up. So, 4 Module. 3 Strikes, 5 Minuten. Entschuldigung. Puh, okay. Jetzt wird's wohl ein bisschen tougher, sagt die Beschreibung. Ja. Gucken wir mal. Jetzt, wo wir so drin sind. Schauen wir mal. Puh, also wieder ein bisschen durchatmen, ein bisschen schütteln. Die Hände locker machen. Okay, ich sehe schon ein neues Modul, 2 sogar, oh weia. Okay. Ich habe 4 farbige Felder drauf. Okay, das Modul heißt Simon Says. Ah ja. Sag mir, ob die Serial Number einen Vokal beinhaltet. Okay, warte, Serial Number, die enthält einen Vokal, ja. Okay. Obwohl, nein, das ist kein Vokal. Mm-mm. Okay. Das ist eine 0. Welche Farbe leuchtet? Die grüne. Die grüne, dann drück gelb. Jetzt müsste es zweimal aufleuchten. Falsch? Falsch. Ist es vielleicht doch ein O? Aber nee, das kann eigentlich nicht sein, oder? Eine 0 mit Querstreifen durch. Ist es eine 0? Ja. Ist eine 0, ne? Ja. Sonst kein Vokal? A, I?
Ein I vielleicht? Ne, 97H7R0. Hm. Das ist merkwürdig. Wir haben jetzt einen Strike. Wir haben einen Strike, ja. Okay, sag mir, welche Farbe leuchtet? Momentan doch grün leuchtet. Grün leuchtet. Dann drück gelb. Aber das war doch falsch. Ja, aber wir haben jetzt einen Strike. Okay, das ist falsch. Auch falsch. Obwohl, ne, jetzt... Hä, es hat einmal gepiept und jetzt zweimal gepiept. Okay, welche Farben? Grün leuchtet. Und dann? Müssen noch ein zweites leuchten. Okay. Zweimal grün. Zweimal grün, dann drück zweimal gelb. Ja. Okay, jetzt müssen es dreimal leuchten. Jetzt, jetzt grün, grün, gelb. Okay, dann gelb, gelb, grün. Ja. Grün, grün, gelb, rot. Gelb, gelb, grün, rot. Ja, okay. Grün, grün, gelb, rot, blau. Gelb, gelb, grün, rot, blau. Okay, ist durch. Haben wir. Okay, super. Okay, dann haben wir einen Detonationsknopf in Rot. Ein roter? Mhm. Okay. Hat die Bombe mehr als zwei Batterien? Mehr als eine, Entschuldigung. Ja. Dann drücken und sofort wieder loslassen. Ja, ist erledigt. Okay. So. Dann wieder Keypads. Super. Doppeltes K. Ja. Half-Life-Zeichen. Mhm. Das geschwungene W. Ja. Und die beiden Säcke. Okay, die Säcke, B, K, Half-Life-Zeichen. Säcke sind falsch. Säcke sind falsch? Ja. Also du hast die Säcke, das doppelte K, das W. Mhm. Und das Half-Life-Zeichen. Ja. Und du sagst, die Säcke sind falsch. Mhm. Die müssten richtig sein. Hast du zuerst die Säcke gedrückt? Ja. Mach nochmal. Das war's. Hä? Hä? Das müsste richtig sein. Tja. Merkwürdig. Merkwürdig. Probieren wir gleich nochmal. Würde ich sagen, ja. Na gut, mache ich wieder die Finger locker. Ich fühle mich so ein bisschen wie Ethan Hunt bei Mission Impossible. Ah. So. Musste der auch Bomben entschärfen? Oh yeah. Ich glaube schon. Bestimmt irgendwann mal in einem der 5 Filmen. So, ich habe einen gelben Detonationsknopf. Okay. Einen gelben Detonationsknopf. Hat es mehr als eine Batterie? Nein. Nein. Okay, hat es einen FRK-Indikator? Das wäre was? Ein FRK-Label? Nee. Es hat Bob. Bob, nee, Bob interessiert uns nicht. Dann bleib drauf und sag mir die Farbe. Gelb. Gelb, dann drück, wenn es irgendwo eine 5 im Countdown hat. Alles klar, ist durch. So, Simon Says. Ja. Blau blinkt. Blau blinkt, wir haben keinen Strike, hat es ein Vokal drin? Serial Number. Hat kein, doch, ein E. Ein E. Blau blinkt. Blau blinkt. Drücke rot. Ja. Okay, weiter. Blau-gelb. Blau-gelb, dann rot-grün. Ja. Blau-gelb-grün. Rot-grün-gelb. Ja. Blau-gelb-grün-gelb. Rot-grün-gelb-grün. Okay, ist durch. Okay, super. So, dann haben wir wieder Keypads. Ja, die verdammten Keypads. Ein Haar. Ja. Den Spiegel. Ja. Das umgedrehte Fragezeichen. Ja. Und ein C mit Punkt drin. Okay, den Spiegel. Ja. Das C. Ja. Das H und das Fragezeichen. Alles klar, ist durch. So, dann haben wir ein Feld mit vier Tasten drauf, Zahlentasten. Ein Feld mit 4 Zahlentasten. Okay, ja, ich weiß, das heißt Memory. Da musst du was aufschreiben wahrscheinlich. Ah, kacke, okay. Okay.
sag mir, welche Zahl oben im Display erscheint. Die 3. Die 3. Okay. Drück den Button in der dritten Position und schreib dir auf, welche Nummer es war. Du musst immer die Position und die Nummer aufschreiben. Okay, okay, krass. Okay, Position 3. Das ist die 1 und die soll ich drücken. Ja. Dann kommt eine neue Nummer oben, die musst du mir wieder sagen. Das ist wieder die 3. Okay. Drück den Button in der ersten Position. Schreib dir die Nummer auf. Alles klar. Ja. Gedrückt, ja. Weiters. Müssen wir 5-mal machen. Das kommt die 4. Die 4. Drück den Button, der mit 4 gelabelt ist. Der die Zahl 4 drauf hat. Schreib dir die Position auf. Alles klar. Ja. Jetzt ist die 2. Drück den Button auf der ersten Position. Schreib dir die Zahl auf. Ja, erledigt. Die 3. Die 3. Drück den Button mit demselben Label, das du in der vierten Stage gedrückt hast. Okay, den Button mit demselben Label. Der alles die gleiche klar. Zahl drauf hat. Ja. Alles klar, durch. Haben wir geschafft. Okay, noch was? Nee, das war's. Ey, das ist... Oh yeah. Das ist richtig cool, ey. Das macht richtig Fetz. Ja, es ist echt super. Und das wird dann irgendwann noch schwieriger natürlich. Und dann fängt es erst richtig an. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte der Module gesehen. Ja, ja, richtig, richtig. Für dich muss es auch irgendwie... Ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, also für alle, die es nicht wissen, der Northgate, der sieht ja überhaupt nicht, was ich hier mache. Na gut, die Zuschauer werden das ja dann im Video sehen. Ja, das stimmt. Ach so, werden zumindest meine Sicht sehen. Genau, richtig. Hoffentlich. Also, hoffentlich, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Von daher, ja, einfach super Spielprinzip, ganz ehrlich. So. Ja, das Trickige an meiner Situation ist es, dass ich relativ viele auch lesen muss. Hm. Aber ansonsten geht's eigentlich. Okay, dann 2.4. Pick up the pace. Oh. 3 Module, 3 Strikes. Und nur 3 Minuten. In nur 3 Minuten. So ist es. Schauen wir mal. Okay. Gut, es ist immer 17.46 Uhr auf meiner Uhr hier. Das ist die Uhr zeigt die richtige Zeit an, soweit ich weiß. Ach, cool. So, und los geht's. Also, ich habe einen blauen Abort-Knopf. Ja. Drück ihn, bleib drauf. Sag mir die... Rot. Rot. Dann lass ihn los, wenn irgendwo eine 1 im Countdown ist. Alles klar, ist erledigt. So, okay. Dann haben wir wieder Simon Says. Simon Says. Ach, scheiße, ich hasse das Ding. Ich auch. Jetzt schon. okay, haben wir Vokale? Das kannst du immer nachgucken bei Simon Says. Ach so, wir haben keine Vokale. Okay, was leuchtet? Blau. Blau, dann drück gelb. Ja. Blau-grün. Gelb-grün. Ja. Blau-grün-grün. Grün. Blau-grün-grün. Ach so, ich soll auch blau-grün-grün drücken? Ja. Er sagt es falsch. Jetzt haben wir einen Strike. Ja. Okay, was kommt immer noch blau, grün, grün? Genau. Dann mach blau, gelb, gelb. Okay, ist durch. Haben wir geschafft. Leuchtet grün. Okay. So, dann, wieder das mit dem Aufschreiben, wo ich mir was aufschreiben muss. Memory, okay. Memory, genau. Ja. Okay, die 3 zeigt er an. Die 3. Drück den Button in der dritten Position. Schreib dir die Zahl auf. Okay. Erledigt. Er zeigt mir die 3 an. Die 3. Drück den Button in der ersten Position. Ja. Mhm. Die Zahl aufschreiben. Er zeigt mir die 2 an. Drücke den Button mit demselben Label wie in Stage 1. Ah, okay. Ja, ist erledigt. Okay. Die 4. Drück den Button an derselben Position wie in Stage 2. An derselben Position, okay. Ja. Ja, ist erledigt. Die 2. Die 2. Drück den Button mit demselben Label, den du in Stage 2 gedrückt hast. Geschafft. Bombe durch? Bombe durch.
Wie viel Zeit haben wir noch? 29 Sekunden. Ui. Das war ja mal eine knappe Kiste. Aber wir haben, wo sind wir denn jetzt? Jetzt haben wir die erste Seite meines Handbuchs hier durch. Ja, da kommen noch ein paar. Ich glaube, es gibt die 7 oder 8 oder sowas. Oh, ja.